Also ich heiße Vera Kenya Yemlin. Ich bin die Gründerin und jetzt die Geschäftsführerin von Verein Sompon Social Service. Es geht darum, Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem die mit afghanischer Herkunft, zu stärken, zu fördern und zu begleiten. Heute geht es um das Projekt Wir sind dabei, Afrika on the Move. Und das Projekt Afrika on the Move ist ein Projekt von Treffpunkt AfriYouth. Und Treffpunkt AfriYouth wurde von Wir sind dabei bei der Württemberg Stiftung unterstützt und gefördert. Afrika on the Move ist ein Projekt von Jugendlichen entstanden. Es geht darum, die unterschiedlichen afrikanischen Länder vorzustellen. Denn Diskriminierung kommt ja daraus, dass viele Menschen sich nicht kennen. Und wir wollen aus diesem Projekt die Kultur Afrika weiter verbreiten. Wir wollen auch natürlich die Geschichte Afrikas weiter verbreiten, dass die deutsche Bevölkerung, natürlich auch die afrikanische Bevölkerung, die hier leben, dass sie auch kennen oder differenziert wissen, dass es unterschiedliche Länder gibt in Afrika. Und Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent. Und ich mache das mit meinem Cousin, der Brice hier. Und diese Präsentation über Nigeria werden wird von der Samuel und Mark und Karl. Mark. Und hat sie gefragt, wie kommst du zu Nigeria? She said, because it is in the Niger area. Dann hat sie gesagt, weil es in der Niger-Zone. Unser System, unser Regierungssystem ist eigentlich genau dasselbe wie das der Amerikaner. We have the legislative arms and we have the executive arms. Wir haben die Legislative, also die Gesetzgebung und die Exekutive. The doctor could maybe be a medical doctor, but he also wanted a chief, so he had chief doctor to him. Also, chief doctor, das war so, er war Doktor, aber das war ihm nicht genug, also hat er den Chief dazu geholt.